Ich heiße Aya und bin 12 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon. Wir sind Ende 2015 wegen meinem Bruder und meiner Schwester nach Deutschland gereist. Wir sind gekommen, weil mein Bruder Krebs hat. Außerdem konnte meine Schwester nicht so gut sprechen, als sie klein war. Sie hat es bei einer Operation in Syrien, aber ohne Erfolg. Meine Mama meinte, dass man in Deutschland besser Hilfe kann. Wir sind erst in die Türkei geflogen und dann haben wir wieder ein Flugzeug genommen nach Istanbul. Dort waren wir 3 Wochen, dann haben wir Schwimmweste gekauft und dann haben wir ein Boot nach Griechenland genommen. Wir sind um 5 Uhr abends losgefahren. Am nächsten Morgen um 6 Uhr waren wir da. Ich habe die meiste Zeit geschlafen. In Griechenland waren wir 2 Wochen. Dann sind wir mit einem Schiff in ein anderes Land gefahren. Von dort mussten wir viel laufen, meistens in der Nacht. Und dann sind wir mit dem Bus nach Mazedonien gefahren. Dort sind wir 1 Woche geblieben und wir haben einen Zug nach Serbien genommen. Weil wir keinen Platz gefunden hatten, müssen wir auf dem Boden sitzen. Dann sind wir mit einem Bus nach Österreich gefahren, wo wir 1 Woche geblieben sind. Sie haben unsere Fingerabdruck genommen und gesagt, wir müssen jetzt da bleiben. Meine Mutter hat aber nein gesagt und dann haben wir wieder einen Bus genommen nach Deutschland. Als wir in Deutschland angekommen waren, hat uns meine Tante abgeholt. Zuerst wohnten wir einen Monat in Rostock, aber dort konnten wir nicht bleiben, weil wir sollten zurück nach Berlin. Dort dürften wir bleiben. Nur mein Bruder musste mit seiner Frau nach Braunschweig. In Berlin sind wir 4-mal in andere Heim umgezogen, bis wir